Es waren unruhige Tage nach dem Jahreswechsel in Düsseldorf. Doch jetzt ist zumindest in der Trainerfrage alles geklärt. Friedhelm Funkel und die Fortuna, man hat ein gemeinsames Ziel. Und bei Klassenerhalt auch eine gemeinsame Zukunft. Wir sind ein eingeschworenes Team. Wir wollen ein Ziel erreichen, das ist mit Fortuna Düsseldorf, so lange wie möglich, um den Klassenerhalt mitzuspielen, dass wir Chancen haben, in der Bundesliga zu bleiben. Die Chancen haben wir. Wie sie sich dann letztendlich in den nächsten Wochen entwickeln, das wird man aufgrund der Ergebnisse sehen. Aber diese Mannschaft wird sich immer auf dem Platz, um jeden Meter wird sie kämpfen. Und sie wird versuchen, immer ein positives Ergebnis zu erzielen. Das ist das, was ich von der Mannschaft kenne. Alles geklärt nach chaotischen Tagen. Eine Trennung im Sommer, nur noch im Falle eines Abstiegs. Jetzt will man sich endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren, die bevorstehende Rückrunde. Wir sind optimistisch, dass wir eben auch in den nächsten Wochen den ein oder anderen Erfolg einfahren werden, der wichtig ist für uns. Wir wissen, dass wir nicht 10 oder 11 oder 12 Spiele in der Rückrunde gewinnen werden. Das wussten wir auch in der Vorrunde. Trotzdem haben wir zusammengestanden und das werden wir auch jetzt in der Rückrunde. Und alles, was jetzt prophezeit wird oder was da möglicherweise gesagt wird, was ist, wenn das und so kommt, das ist alles hypothetisch und ist mit nichts zu unterstreichen. Wir wollen sportlich Erfolg haben, wir wollen als Team auftreten und das werden wir. Düsseldorfs Formkurve vor der Winterpause stark ansteigend. 3 Spiele, 3 Siege, vorerst raus aus den Abstiegsrängen, ein 4-Punkte-Polster auf Rang 16, das man direkt zum Auftakt gegen Augsburg gerne weiter ausbauen möchte. Und dann wollen wir wollen alle in der Fußball-Bundesliga bleiben. Denn nur das zählt derzeit in Düsseldorf, nach den unruhigen Tagen rund um Friedhelm Funkel und der Fortuna.